Feuerwehren aus Balve, Volkringhausen und Beckum wurden gegen 9.30 Uhr zur Asylunterkunft in der Helle alarmiert. Hier hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Nach Aufforderung der Feuerwehr verließen alle Bewohner das Nebengebäude. Die anschließende Kontrolle ergab, dass ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Wehrleiter Frank Busche vermutet Kochschwaden als eine Möglichkeit. Nach rund 30 Minuten konnten alle Feuerwehrmänner wieder abrücken.